Baby, wieder die Hydraulikpresse. Ich liebe diese Videos, ganz ehrlich. Gut, ein bisschen Schokolade hier, aber das kommt gleich so geil da raus aus diesen Löchern. Mann, das ist immer so cool. Oh, das sah aber echt nicht mehr so krass aus, ne? Herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Video. Wir gucken uns mal an, was die Hydraulikpresse hier heute alles wegmacht. Oh, was ist das? Ja, wie viel hält das Ding aus? Wir haben letztens so ein Video reingezogen. Da gab es auch so eine Tachometer-Anzeige. Und nächste Woche kommt auch nochmal eins. Da zeigen die auch den Druck an. Digga, das ist einfach so cool. Und diese Augen. Junge, das ist meine Kindheit gewesen. Ob es irgendwelche so Materialien gibt, die mehr aushalten? Der Lego-Stein da definitiv nicht. Sorry, aber da ist direkt Schluss. Junge, das Ding ist so ein Matsch. Sind das Wachsmalstifte oder ist das Knete? Die Knete kommt gleich so clean von der Fläche her, glaube ich. Oh, ich hätte das gerne gesehen. Tschüssi! Ist das nicht hier der Ken? So von Barbie und so? Richtig. Ja, da gehört er auch hin. Junge, was ist da denn? Gel drinne? Among Us, Leute! Rettet euch! Das war's. Aber die sind aus Knete. Das heißt, die kommen da wieder so richtig geil als Gummischlangen raus. Kekse. Finde ich ein bisschen dreist. Hätte jetzt richtig Bock auf ein paar Weihnachtsplätzchen, Leute. Ja, das war klar. Ich habe letztens so eine Glaskugel gesehen, die hat 100 Tonnen ausgehalten, Leute. Total krass. Thermodose geht auch clean runter. Ja, guck mal, wie sich das so reinwälzt, ne? Crazy. Ja, das Schaf. Meh. Boom. Warum denn Ballon? Junge, was hat der ausgehalten? Bei dem Ballon war ich sehr überrascht gerade. Ja, der Kürbis, Halloween ist halt vorbei, ne? Muss man auch mal sagen, Digga, hau rein. Tschüss, Gabelstapler. Heute der Praktikant dann ohne. Praktikant, du solltest das nicht in die Presse packen. So, diesen nämlich, ne? Oh, das Klebeband, glaube ich, kommt behutsam daher und bricht gleich wahrscheinlich ein bisschen durch. Ja. Klebeband, auch so eine simple Erfindung. Oh, das hier wird auch interessant. Jetzt kommen so ein bisschen stärkere Materialien. Hut ab, das Teil hat was ausgehalten. Diese Burger, auch zu wild. Crazy. Start Game, Insert Coin. Das ist irgendwie aus Pappe, Pappmaché oder so. Nix Dolles. Der Eimer sieht auch nach Alu aus. Also richtig billig. Digga, das ist so satisfying. Wenn das einfach so... Ich hätte auch gern so eine Presse. Dann würde ich die Barbie von meiner Schwester definitiv ruiniert haben. Ey, stellt euch mal vor, ihr seid kleiner. Ja, ihr seid vielleicht Kind. Vielleicht gucken wir auch gerade. Ne? Vielleicht bist du auch gerade ein bisschen jünger. Und du kriegst sowas, Digga, zu Weihnachten. So eine Hydraulikpresse. Aber die darfst du natürlich nur mit deinem Vater benutzen, weil der muss ja auch aufpassen. Und du kannst ja die ganze Zeit so Sachen shredden. Digga, wie cool wäre das? Hey, das brauchen wir nicht mehr. Okay, ab in die Hydraulikpresse damit. Yo, das Ding ist ja sogar explodiert. Der Tennisball geht, der geht so platt wie eine Flunder. So platt. Safe. Das Auto? Warum macht man das eigentlich? Hat er was gegen Spielzeuge? Wahrscheinlich hat sein Sohn irgendwie Mist gebaut. Und er so, ich schredder das jetzt. Alles. Bei mir. In meiner Presse. Also ich presse das alles zusammen. Junge, das wäre auch eine Strafe, ey. Holy moly. Was geht hier ab? Ist das ein 4 gewinnt? Safe ist der sauer auf seinen Sohn. Der ist ja auch ausgezogen oder so. Und er macht jetzt seine ganzen Kinderspielzeuge kaputt. Dumm.
Das ist eine Thermosflasche. Und dann guck dir mal das Muster an. Wie crazy sieht das aus? Die haben sie doch locker angemalt, oder? Sieht unten ein bisschen so aus, als wäre die gefärbt worden. Radiergummis? Sieht so aus. Und die haben ausgehalten. Das Ding ist direkt kaputt. Direkt, das hält nicht viel. Oh, Alufolie. Immer geil. Kennt ihr das, wenn man das so richtig zusammengedrückt hat, mit seinen Ellbogen noch rauf und alles, Mann? Um zu gucken, Digga, wie doll kann man das pressen? Geil. Ja, die Waffe muss nicht sein. Mit der hätte ich gerne noch eine Runde gezockt. Die versuchen aber auch, das Ding auf Krampf zu zerstören, ne? Und das Schwein tut mir auch schon leid. Warum diese Brücke? Warum? Ich sag euch, das sind die Spielzeuge vom Sohn oder so. Der hat was angestellt. Die Buntstifte auch noch. Die sahen sogar richtig neu aus. Ja, ich glaube, so eine Maschine hole ich mir, wenn ich Papa werde, Leute. Und dann sage ich, ah, okay, du räumst deine Spielsachen nicht weg. Dann kommen die in die Presse. Bro. Wahnsinn. Was ist das? Schokoladenkekse? Ja. Jetzt natürlich noch das Haus hier zerstören. Auf entspannt. Ist das ein Skateboardrad oder so? Verrückt, Mann. Das ist wirklich verrückt. Ist das ein Mülleimer oder ein Aschenbecher gewesen? Die machen viel mit diesem komischen Stoff da, ne? Jetzt hier noch ein entspannter Buntstift. Aber es sah auch aus wie eine Box aus Pappe, ist es zumindest ein bisschen hier. Der Hotdog, Leute. Wer kennt ihn nicht? Hat das Ding sogar gerade noch ein Geräusch gemacht? Ach, das ist so schön. Oh. Verpackungsfolie da. Die geht doch aber auch... Die müsste doch voll platzen, oder nicht, ne? Na, nee, ging nicht viel. Der Catbagger. Oh, Junge, den hätte der mir... Wäre der kaputt gemacht worden als Kind? Oh, Leute. Dann würde es mir nicht gut gehen. Sowas kann man richtig Spaß haben. Der war ein geiles Video, ne? Oh, da wird ein Nokia 3310 zerstört. Das muss ich mir ansehen. Hydraulikpresse gegen einen Elchknochen. Yo, Mann, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. 260 Kilo drücken hier drauf. 500, 760 Kilo. Bro, 1500. Alles klar, Mann. Wie viel? 4 Tonnen? Bro. 5 Tonnen. Oh mein Gott, 7 Tonnen. Wie viel hält das Ding aus? Der packt das Teil, das 10 Tonnen fasst. Junge, dieser Knochen, das ist ja Wahnsinn, was der... 10 Tonnen. Crazy. Was für ein Gewicht. Alter, was für ein geiles Video. Junge, man sieht es hier nochmal, ne? In der Zeitlupe, Junge, wie das Ding auseinandergeflogen ist. Das ist wild. Da passieren bestimmt noch schwierigere Dinge beim Experiment. Ich kann es mir fast vorstellen. Eine AK-47-Kugel. Oh, ich sag, da geht nicht viel. Weil, das besteht ja nicht so aus richtig harten Metall, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, die Kugel geht ja oft so kaputt, wenn sie irgendwo einschlägt. Aber das sieht irgendwie so komisch aus. Man sieht ihr das? Voll crazy. Eine solide Glaskugel. 30.000 Tonnen. 70.000 Tonnen? 70.000 Kilo? Junge! Die haben gerade ihr Experimentenglas zerfetzt. Digga! Oh mein Gott! Junge, das ist auch, wirklich sehr gefährlich. Was ist mit der Axt? Ich kann mir vorstellen, die hält auch ein bisschen was aus. Nein, das Glas da gerade 70.000 Kilo ausgehalten hat, ne?
Die Axt ist relativ schnell natürlich kaputt gegangen. Mann, das ist so interessant. Ich sollte sowas auch mal machen. Was ist das? Ich weiß gar nicht, was es ist. Aber das Ding hat auch nicht viel ausgehalten. Junge, kann das... Ah, okay. Oh mein Gott. Das ist ja saugefährlich, was die da machen. Was soll das sein? Weiß ich nicht, aber links liegt irgendwie ein bisschen Fleisch oder so. Kann das sein? Ah, wie wahrscheinlich, wie das Fleisch dann angegriffen wird. Finde ich jetzt nicht so krass, aber man sieht es hier. Da passiert schon einiges. Der Reifen? Ja, der geht easy. Klar, erstmal geht jetzt die Luft raus und so. Und dann auf die Felge wird es ein bisschen lockerer. Das Ding kommt da so gut durch. Das Gummi hält auch alles zusammen von der Felge noch so ein bisschen, ne? Krass. Was für eine Gewalt da einfach drauf ist. Voll interessant. Und auch sehr, sehr gesicherte Umgebung hier. Ich will gar nicht wissen, wie viele Lampen da schon kaputt gegangen sind oder sonst was. Durch diese ganzen Experimente. Noch ein Reifen. Der sieht ein bisschen solider aus, also zumindest die Felge, sage ich mal. Ja, die Felge kann man nicht so easy kaputt machen. Wisst ihr, was der Unterschied ist da im Material? Das hier scheint komplett easy kaputt zu gehen. Fühlte sich eher so an wie Plastik. Junge. Richtiger Zahn. Da bin ich mal gespannt, wie viel Druck darauf kommt. Also so 500 bis 700 Kilo müssten eigentlich easy sein. Die tasten sich hier sehr langsam ran. 15 Kilo, 100. Ich sag, also 500 müssen eigentlich mindestens gehen. Weil, denke ich mir so, weil der Kaudruck, den man hat, der liegt so zwischen 500 bis 700 Kilo. Denke ich mir zumindest. Also das hat mir mal ein Zahnarzt irgendwie so gesagt, ne? Oder es kann auch sein, dass es von einem Hai war. Sicher bin ich mir nicht. Aber ich bin der Meinung, da geht schon einiges. Die gehen da ganz langsam hoch. Oh. Bei 280 Kilo war Schluss ungefähr. 340. Wie viel drücken die? 400 mindestens. Komm schon. 380, 450, 500. Ich hab's gesagt. 600 Kilo. Oh, Junge, so ein menschlicher Zahn. Da, 600 Kilo, kein Problem. Ja, das Messer gar nichts. Crazy. Versucht er das jetzt hier mit mehreren Messern? Oh Junge, die Klinge ist sehr, sehr stabil. Was ist das für ein Material? Der hat die Klinge nicht kaputt gekriegt. Nokia 3310. Oh Leute, das absolute OG-Ding. Da kannst du auch 1 Million Kilo draufpressen. Geht nicht kaputt. Mach mir nicht den Dream kaputt. Das Ding klingelt noch. 1,4 Tonnen. 2 Tonnen und das Ding, was? 8 Tonnen? Digga, das Ding hat 10 Tonnen ausgehalten. Ein Handy. 10 Tonnen. Auf ein verdammtes Nokia. Ich hätte es wissen können. Yo, okay, so ein Nagel. Ja, von selber reindrücken. Aber krass. Das wünschte ich. Also, ich wünschte mir das manchmal auch, dass ich das könnte. Einfach so in die Wand rein, ne? Junge, muss man natürlich schon noch eine gewisse Kraft hier aufwenden, aber ging auch nicht mehr weiter. Was ist mit dem Schloss hier? Ja, das dürfte eigentlich easy kaputt gehen. Also, falls du mal ein Schloss knacken willst, Digga, einfach eine Hydraulikpresse mitnehmen. Diggi. Kannst du sagen, was du willst? Das hält mehr aus, oder? Denke ich mir. 30, 40, 50 Tonnen.
Boah, 80 Tonnen. Alter, was für eine Power dahinter steckt, ne? Stell dir das mal vor. Auch das Fahrradschloss. Falls du mal ein Fahrrad klauen willst, viel Spaß. Da brauchst du einiges an Power. Das ist ein richtig heißes Schloss. Ich weiß nicht, was für ein Material, aber ich bin mal gespannt. Die haben anscheinend schon öfter damit experimentiert. Es müsste eigentlich durchgehen wie Butter. Safe. Es geht eigentlich durch wie Butter. Crazy. Okay, man denkt, es geht durch wie Butter. Wie viel schafft so eine Bowlingkugel? Auch mal interessant, weil die fühlt sich hart und sehr, sehr schwer an. Ich gehe öfter bowlen, Leute. Ich habe auch noch nie eine Bowlingkugel von innen gesehen, ich bin ehrlich. Yo! Krass. Was ist das für ein Material da drin? Völlig crazy. DVDs, das glaube ich, die springen viel? Nö. Was soll denn der Elch da nehmen? Oh, der ist mal direkt drin. Sicherheitsschuhe, aber die günstigen. Na, wie viel halten die aus? Bis der Schutz dann sozusagen nachlässt. Eine Tonne. Also wenn ein Auto rüberfährt, kein Problem. I think we are about now on the point where it's like failed. And it's about, what is the maximum? 2 tons. 2 Tonnen war das Maximum, sagt er. Er will aber weitermachen. 3 Tonnen. Ja, und da wäre der C, glaube ich, dann schon RIP. Aber 2 Tonnen reichen ja schon völlig aus. Es kann ja rauffallen, was will. Deine Füße sind safe. So im normalen Bereich, ne? Jetzt kommen die richtig teuren Sicherheitsschuhe. Das sind so richtige Stiefel. Da gehen sie direkt auf 2 Tonnen hoch. Hat auch ungefähr die gleiche... I think they are exactly the same. Ja, er sagte selber auch gerade. Er sagt auf jeden Fall, dass wahrscheinlich die auch genauso viel aushalten. Ich glaube auch, dass es egal ist, ob sie ein bisschen teurer oder nicht so teuer sind. Ich glaube, das hat ein bisschen eher mit dem Style zu tun. Wenn man einen coolen Style haben will auf der Arbeit, noch einen Sicherheitsschuh, kann man sich ja gönnen, ne? 10, 11, 12 Tonnen, ja. Viel Gewicht drauf. Da geht nicht mehr viel. Ja, ich glaube, da war schon früher Schluss. Geht da noch was? Nö. Aber schon... schon eine sehr geile Sache.